Aloha und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Ja, wir werden uns jetzt mal auf den Weg machen und das Stahlwerk aufsuchen, habe ich entschieden. Das ist, denke ich, eine ziemlich gute Wahl. Das sind Gegner. Scheiße! Na, mach ihn. Ja, komm, Konter. Zack, bumm, peng. So, keine Ahnung, warum ich die zwei schon wieder umgehauen habe. Es könnten fast die gleichen sein wie beim letzten Mal. Dann würden die aber hart leiden. Linke Seite. Muss ich drumherum. Okay. Und schwupp. Gotham City Light and Power. Ein Kraftwerk. Oder sowas in der Richtung. Ja, cool gerollt, warum auch immer. Du solltest eigentlich so, genau. Da oben würde ich gerne. Darf ich nicht? Darf ich nicht, schade. Ja, episch, geil, gigantisch, bin begeistert. Da komme ich gar nicht hoch. Es ist so mal so. Tötet die Fledermaus! Hey, bist du ruhig? Zeig dein Schritt! Du bist doch irre! Boom! Das war doch schön. Schön aufgeräumt. Waren allerdings auch nur drei. Das war jetzt nicht so sonderlich schwer. Kurz mal auf die Karte gucken, wo wir jetzt hier überhaupt rumgeistern. Da oben, was mache ich denn jetzt da oben? Ach Gott. Es ist immer ein Gerenne hier. Netzwerkrelais. Hui hui. Hui hui. So. Dass wenn einer der Killer bleiben will, niemals Lino herfolgen dem Geld. Keiner von denen hat Interesse, sich niederzulassen. Oh, da sind ein paar mehr auf dem Dach, die machen was. Gibt schon genug Banden. Sie könnten andere verdrängen. Radeng. So, damit kann ich was. Ach, fuck den. Konter voll verpeilt. Konzentriert durch. Wow, ein ganzer. Episch. Ach, und der gibt mir einen mit, der Junge. Und. Huch. Da hat er sich doch ganz schnell wieder hingelegt. Da unten sind noch mehr, und jetzt eigentlich keine. Die einen waren halt im Weg, ne? Also, das sieht, glaube ich, auch jeder ein. Was ist jetzt kaputt? Dankeschön. Cyanus Industries. Scharfschütze, Scharfschütze! Pass auf ihn. Ernsthaft? Ja, dann komm her. Meine Nummer, den du willst. So, jetzt. Rund geht's. Wie voll der Konter daneben ging. Alter. Denk noch mal darüber nach. Au, au, der hat gesessen. Der war gut. Ich wollte ja eigentlich nur nach hier, weil da hinten Scharfschützen sind. Also mindestens ein Scharfschütze ist hier am Start.
Aber der ist nicht gerade sehr... intelligent, würde ich sagen. So, auf der Seite. Runter, da, da, da. Und schwapp, weg ist er. Okay. Das erste ist weg. Da oben ist einer mit Waffen. Unten ist Waffen. Da hinten ist irgendwo ein Netzwerk-Relay. Werde ich von hier nicht treffen? Ernsthaft. Gigantisch. So. Da oben der Kollege. Der kann hier einen Laden aufmachen, ohne Abgaben zu zahlen. Zack. Das machen wir hier erstmal kurz sauber. Oh, da hinten ist einer. Nein. Geht doch nach da, Junge. Jetzt gucken, wer ist jetzt da unten? Schwupp, weg ist der. Da hinten ist noch einer. Nett, dass die alle immer so weit verteilt stehen. Das macht mir die Sache echt einfach. Hier gibt es sogar Aussichtspunkt. Sehr schön. Mhm, richtig. Kriegen wir jetzt hoch? Oh fuck, das kriegen wir nicht mehr. Doch, den kriegen wir. Easy, 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 easy going. Guck dir das einer an hier. Die zwei Fraggles da machen wir auch. Gehst du da bitte rein? Danke. Schnappst du dir einfach hier ein? Der andere checkt eh nicht, dass hier was abgeht. Naja, oder zu spät. Ich habe das elektromagnetische Signal der Handschuhe des Electrocutioners herausgefiltert. Sie können ihn jetzt mit Ihrem Scanner verfolgen. Zu spät, Alfred. Ich bin kurz davor, Black Mask in die Finger zu kriegen. Und vielleicht den Joker gleich dazu. Mm-mm. So gut. Jedenfalls steht es bereit, wenn Sie es brauchen. Das würde jetzt bedeuten, ich müsste in die Betthöhle zurück. Mir da... das Upgrade besorgen? Na, das ist jetzt... Stahlwerk. Stahlwerk ist eine sehr coole Idee. Es wird sicher eine Menge Spaß machen da drin. Bestimmt nicht gut bewacht. Alter! Oh, ich habe eine coole Idee. Was zum Teufel machen Blocko und die Jungs noch hier? Ist schon nach Mitternacht. Die ändern die Sicherheitscodes und verhören Black Mass. Kann man gar nicht ausschalten, ist ja dumm. Ein bisschen Feuerkraft sollte helfen. Das ist ja nie verlassen, vernünftig sein. Bam, 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 bam.
Oh fuck. Hast du gesehen, was da passiert ist? Was hast du denn jetzt wieder? Alle unsere Jungs weg. Einfach in Luft aufgelöst. Lindy, Paul, Frank. Denkst du, das war die Fledermaus? Fledermaus? Nein! Bestimmt rechnen, nachdem der Boss versucht hat, ihn kalt zu machen. Ich muss den Zugangscode für diese Tür finden. Wozu hast du denn so ein verkacktes Teil zum Hacken, Junge? Komme ich bestimmt auch nicht durch die Tür, oder? Da komme ich natürlich durch die Tür. Jeder, der diese Tür öffnet, einschließlich der Fledermaus, wird durchlöchert. Das Ding ist vollautomatisch. Der Weg. Funktioniert es wirklich? Glaub mir, es funktioniert. Tja, ich glaube nicht, dass ich dann da durch möchte, Leute. Ah, vielleicht komme ich dann einfach woanders her. Baseballschläger. Ne, ich wollte da nicht runter. Na, vielleicht gehe ich denn da nicht runter. Schon okay. Vielleicht kann ich auch. Zusammen machen wir ihn platt. Ich muss mal zum Aufnahmen. Besser als mich. Alter, kann man bitte aufhören, hier in der Ecke zu kämpfen? Alter, hört jetzt bitte auf. Du da hinten wirst garantiert nicht schießen, das sage ich dir. Du wirst keine Waffe aufheben. Du auch nicht. Oh fuck. Komm jetzt aber. Alter! Gib jetzt auf und ich verschone dich. Ja, mhm. Alles klar. Du verschonst mich. Finde ich gut. Läuft. Ich muss diesen Computer hacken, um an den Zugangscode für die Tür zu kommen. Computer? Den nennt man Hack oder was? Naja. Hack du mal. Ich mach erstmal die Tür kaputt, die Wand. Guck, was dahinter ist. Na, Datenpaket. Wer hätte damit gerechnet? So war es Unvorhergesehenes. So, Computer ist hier hinten. Dann hacken wir mal. Ich lade gerade Daten von Black Mask Server hoch. Ich brauche Codes für eine Sicherheitstür bei der Laderampe. Daten werden übertragen, Sir. Interessant. Sionis hat einen Herzschrittmacher. Hier steht, er leidet am Long QT-Syndrom. Jede Erhöhung seiner Herzfrequenz könnte zum Herzstillstand führen. Sionis hat den Joker beschatten lassen. Auf diesen Fotos sieht man, wie er sich Chemikalien zur Sprengstoffherstellung beschafft. Ich muss Sionis finden. Er weiß, was der Joker plant. Ich habe die Sicherheitscodes gefunden, die Sie suchten. Viel Glück, Sir. Dankeschön. Da ist Geld. Nimm das Geld mit, Alter. Nimm das verdammte Geld mit. Geld mit. Nein, will er nicht. Schade. So, wir können wieder Stufenaufstieg, da gab es doch was, was wir wollten. Genau, Spezialkambo-Abgriffe, wieder das Ausschalten, können nach einer 5er-Strähne anstatt von 8 gemacht werden. Finde ich geil, nehmen wir. Das nächste ist leider nicht freigeschaltet. Aber egal, das ist schon eine Riesenhilfe. Kann ich eigentlich hier das Moped ausmachen? Kann ich das Moped irgendwie... Ausgeschaltet. Badadadadadadam, wie das abgeht, ey. Voll geil. Richtig cooles Moped.
Ladebucht. So, dann schauen wir mal, dass wir durch die Tür durchkommen. Hurra! Gegner. Ich habe in Sionis Daten Hinweise zu einer chemischen Substanz gefunden, die der ihrer Klebergranate ähnelt. Ich werde versuchen, sie in unserem Labor herzustellen. Wenn es funktioniert, habe ich schon bald einen Prototypen für sie. Gut. Krasser Shit. Je mehr ich über den Joker herausfinde, desto klarer wird mir, dass irgendwas an ihm anders ist. Ist nicht wahr. Der Joker und anders, wer hätte das gedacht? Warum, wenn ich die Codes habe, warum muss ich das dann jetzt noch hacken? Chemisch. Gut. Allerdings sehen wir erst in der nächsten Folge, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ich danke an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen, hoffe das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Part von Batman Arkham Origin. Bis dann, haut rein!